Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 3. Ich weiß, ihr habt das jetzt gar nicht so richtig mitbekommen. Für mich, ne, war aber jetzt halt mal wieder 3 Wochen Pause, ja, fürs Zocken. Ich war in einer ganz anderen Welt, ja. Ich war in der Welt von Statik und Festigkeitslehre festgehangen und durfte 3 Wochen einfach mir den Arsch wegreißen. Alter. Es geht wieder weiter. Ich bin echt froh. Es ist einfach erleichternd, wieder zurück zu sein. Ich weiß, für euch lief es durch. Ich habe die ganzen Folgen vorproduziert gehabt. Da wären wir auch gleich schon beim ersten Punkt. Da ist man einmal kurz weg, ne? Quasi weg. Und schon läuft der Schuh hier nicht mehr rund. Und zwar, danke dafür, da wurde ich drauf aufmerksam gemacht. Da hat nämlich Jay mal durchgeguckt und hat irgendwie gemerkt, da muss irgendwas verrutscht sein, irgendwas passt hier nicht mehr. Und zwar hat sich einfach irgendwie der Schwierigkeitsgrad auf Mittel hochgeschoben. Wie, fragt ihr euch? Das frage ich mich auch. So, ist der jetzt drin? Ist der drin? Ich gehe nochmal hier rein, ja? Muss ich das Spiel dann nicht neu starten? Ist einfach angenommen. Ich zweifle. Ich zweifle. Wir gucken jetzt einfach mal. Wenn ich das nächste Mal das Spiel starte, gucke ich, ob ich immer noch bei schwer bin. Aber ja, wir sind letztes Mal ja richtig schön noch durch Vengard durchgekommen. Und jetzt gibt es ja ein bisschen Loot, ne? Jetzt gibt es ein bisschen Ruf und so. Ich hoffe, wir verkacken uns dann jetzt bei den Orks. Ja, ich bin immer noch im Bilde. Ich bin tatsächlich noch im Bilde und das ist eine Seltenheit bei mir, ja? So, Ich Tordia, denke, wärst bist du nicht da. gewesen, wäre ich da drüben noch verreckt. Hier, nimm diese Heiltränke als Jo. Dank für meine Rettung, Kuss. Fremder. So, noch, schau mal hier, weitere 15 Ruf. So, du bist jetzt auch da. Achso, nee, warte mal. Wir müssen dich irgendwie noch weiter reinführen, oder was? Es gibt auch, also die Folge wird jetzt nochmal hier NPC Talking Session, I guess. Sonst hätte ich noch eine nette kleine Idee, wo ich auch drauf aufmerksam gemacht wurde, die wir reinschieben können. Die werden wir auch auf jeden Fall machen. Ich sag's jetzt noch nicht. Ich sag's einfach, wenn es soweit ist, ne? So machen wir das. So, jetzt hat aber. Nee. Er ist noch nicht angekommen. So, du bist wichtig. Ich kenne dich nicht. Das heißt, du bist von draußen. Gut, dass du kommst. Verdammt nochmal. Ich hoffe, die Situation da draußen ist besser als hier. Naja, weiß ich jetzt nicht. Du, weiß ich jetzt nicht. Sind ja die Städte auch gut besetzt, ne? Wie ist die Situation hier in der Burg? Es ist verdammt nochmal viel schlimmer, als es aussieht. Wir Schaut das so haben geil einfach aus. zu viele Verluste zu beklagen. Das lässt selbst einen harten Mann wie mich zweifeln. Okay. Der ist selbstbewusst. Wie kann ich helfen? Letzte Nacht hatten wir ein Scharmützel mit den verfluchten Orks aus dem Ostflügel der Stadt. Die Was? Misthunde haben uns auseinandergetrieben. Einer meiner Männer hat es nicht mehr zurückgeschafft. Haben wir. Sein Name ist Tordia. Er versteckt sich irgendwo im Ostflügel der Stadt. Wenn du uns helfen willst, dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück. Er war halt aber auch nur 5 Meter weit weg, ne? Ich habe den Paladin Tordir gefunden. Der verfluchte Idiot! So, der bekommt erstmal eine Tracht. Prügel. Tordir ist wieder wohlbehalten in der Burg angekommen. Gutes Gold für gute Arbeit. Hier, nimm, du Teufelskerl! Jo, also bei ihm haben wir schon gewonnen, oder? Die örtliche Miliz unterstützen. Was ist das? Das kenne ich nicht. Warte, davor speichere ich. Nicht, dass das auf einmal irgendwas triggert. Also, dass das hier schon eine Decision ist und nicht, dass die Decision erst danach kommt. Jo. Bist du hier der Oberbefehlshaber? Ja, verflucht. Und es ist ein Höllenjob. Ich muss zum König. Jawohl, das musst du. Er wird sich freuen, den Teufelskerl zu sehen, der es von draußen hierher geschafft hat. Freut er sich immer noch, wenn das Schwert im Rücken steckt vom Teufelskerl, oder? Jo. Die 5 Feldherren der Orks sind tot. Verdammt! Ich wusste, du würdest dir etwas bewegen. Aber Junge, der ist ja so herrje! Du bist glücklich. der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Gutes Gold für den glorreichen Sieg. Gutes Gold für gute. Aber ja, 2000 ist okay. So. Ich habe dir den Paladin Georg gebracht. Potzblitz! Da sind also tatsächlich noch Krieger da draußen. Scheiße, Junge. Sobald wir diesen Teil der Stadt gesichert Das haben, meinte ich. werden wir uns um sie kümmern. Gutes Gold für gute Nachrichten. Gutes Hier, Gold. nimm. Kobrin. Gutes Gold. Alter, der hat uns jetzt echt dick gelobt und das meinte ich hier mit.
mit, es gibt jetzt erstmal Loot. Na, wir gehen zum Erstbesten, wir laden erstmal alles ab hier. Danke für deine Hilfe, Fremder. Du bist in Ordnung. Hier, nimm diese Heiltränke. So wie du drauf bist, wirst du sie brauchen. Hör bloß auf. War noch was? Was suchst du denn in deiner Rüstung? Ja, jetzt hätte ich es fast vergessen. Hier. Diese Schriftrolle habe ich vor ein paar Stunden bei einer der orkischen Patrouillen gefunden. Kurz nachdem wir ihnen den Garaus gemacht haben. Garaus. Was ist das für eine Schriftrolle? Es sieht nach einem Befehlsschreiben aus. Das wirklich Interessante ist aber, es ist mit Xardas unterschrieben. Xardas? Kann ich mal sehen? Natürlich. Du kannst den Wisch auch behalten. Die Befehle müssen schon vor der Erstürmung gegeben worden sein. Warte mal. Vanguard. Befehl Vanguard. Wieso hatte eine Patrouille diese Informationen bei sich? Die Orks schicken dauernd Boten von einem Feldherren zum anderen. Wahrscheinlich sollte sie einem weiteren gegeben werden. In Ordnung. Dann werde ich die Schriftrolle verwahren. Vielleicht brauche ich sie irgendwann wieder. Das bezweifle ich zwar, aber wenn du meinst. Quest. Quest, Leute. Warte mal. Das ist nämlich schon, ne? Das ist wichtig. So, Befehl Vanguard. An alle Feldherren, die Feiglinge verstecken sich in der Burg. Unehrenhaft klammern sich an so ein Zepter. Nehmt es ihm weg. Nehmt ihn sein Leben. Wenn ihr diesen letzten Sieg davongetragen habt, bringt mir sein Zepter. Ich werde dieses letzte Zeichen Indos vernichten. Ich werde einfach abwarten. Ja, Xardas, also ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nach Teil 2 ja, noch ein ernstes Wörtchen reden, Kollege. Aber ein ganz ernstes Wörtchen. Das kann so nicht angehen. Junge, er hat ja komplett die Menschheit verraten. Wisst ihr, wir haben halt einen Grund, ne? Sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt scheiße laber. Pisst auf den König zu sein, weil wir wurden ja von ihm in ein Gefängnis gesteckt, ne? Also ich... Man weiß natürlich jetzt auch nicht die Vorgeschichte von ihm hier, ne? Oder von uns, besser gesagt. Aber... Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob Xardas reingeworfen wurde in das Gefängnis. Oder ob der da einfach drin ist als krasser Magier. Vielleicht hatte er auch seine gewissen Gründe, den König nicht zu mögen. Aber ja, so, warte, was ist das jetzt hier? Hier, nimm. Okay, das war schon die Decision. Ja. Wir haben halt schon die Schwere. Also behalt mal deine Rüstung, du. Gut, wollen wir uns erstmal kurz. Da wird kein Bett drin sein, oder? Das war ja wohl klar. Ich würde erstmal kurz wieder ein bisschen das Licht anschalten wollen. Ist hier nicht, ne? Hier gibt's keinen Schalter. Ja, gut, dann halt weiter im Dunkeln, I guess. Abe. Ah, noch ein Maul zu stopfen. Und diesmal scheint es sogar von außerhalb zu kommen. Na toll. Ja. Entspann dich. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Haha, da bin ich mal gespannt, wie du unser Versorgungsproblem lösen willst. Junge, ich hab so viel Fleisch, ne? Ich hab ja so viel Fleisch. Wie kann ich euch helfen? Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, Mann. Wir verhungern. Wir brauchen mindestens 30 Laibe Brot. Easy. Jedoch werden wir alle bald vor Entkräftung umkippen, wenn wir kein Fleisch zwischen die Zähne kriegen. Easy. Wir brauchen an die 30 Stück gebratenes Fleisch. Lächerlich. Verstehe. Verstehe? Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Wieso ist der sympathisch? Woher soll ich euch die Lebensmittel besorgen? Hol's doch von den Orks, die da draußen die Stadt belagern. Die scheinen um einiges besser versorgt zu sein als wir. So. Hier hast du 30 Laib Brot. Ape. Ist nicht drin. Ape. Du hast uns Brot gebracht? Danke. Hier hast du was, das du in der Welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst. Ich glaube, ich muss meine Meinung über dich nochmal überdenken, was? Hier sind deine 30 Stücke gebratenes Fleisch. Ich kann's nicht fassen. Du beeindruckst mich. Du bringst uns Fleisch. Einfach so. Da siehst du mal. Vielleicht kannst du das da draußen gebrauchen. Kann ich mit dir handeln? Vielleicht habe ich dich falsch eingeschätzt. Okay. Zeig mir deine Ware. Schau mal, ist ja auch immer wieder schön, wenn die Leute eine Charakterentwicklung hinlegen, ne? Die ging zwar ein bisschen schnell, aber ist trotzdem eine Charakterentwicklung. So. Ich glaube dir kein Wort. Die Dietriche brauchst du nicht, aber wir. Ich würde das gar nicht beachten. Ja, 28 Stück, das hat auf jeden Fall ganz gut geboostet.
Und ihr so? Nee, nichts, okay. Wir klappern einfach mal ein bisschen die Leute, aber wir haben halt jetzt ja schon wieder die 70 Rufen. Also mit einmal durchrennen und Orks vernichten haben wir hier halt eigentlich auch schon wieder fast alles erreicht, was wir erreichen wollen, ne? So, moin Leute. Alle rennen hier einfach mit Aranos-Artefakten rum, ne? Das ist eigentlich schon ein Zeichen. Okay, die haben alle keine Namen. Habt ihr ein Bett? Ihr schlaft doch. Der hat, glaube ich, einen Namen gehabt. Aber hier, ja, hier. Hier können wir den Lichtschalter betätigen. Bis zum nächsten Morgen. Ist jetzt ja irgendwie gar nicht mehr so viel heller geworden, ne? Was ist das hier? Königliches Wappen. Gut. Endlich jemand von draußen. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Willkommen. Lass mich dir meine Waffen zeigen. Warte mal, kann ich mal kurz... Das ist irgendwie... Das stresst. Der ist in mein Inner Space gegangen. Okay. Kannst du mich das Schmieden lehren? Meine Fähigkeiten halten sich in Grenzen. Meine Fähigkeiten als Lehrer erst recht. Die wahren Meister und Lehrer der Schmiedekunst findest du in Nordmar. Okay. Brauchst du für deine Schmiede noch irgendwas? Wir brauchen Waffen. Die Paladine liegen in ständigem Kampf mit den Orks in der Stadt. Ich komme mit dem Ausbessern schon nicht mehr hinterher. Wenn ich 20 Waffenbündel hätte, könnte ich unsere Truppe wieder voll ausrüsten. Was kann denn schon groß passieren? Wie schaut's denn aus? Alter, okay, das machen wir jetzt aber nicht. Ich besorgte die Waffen. Viele Waffen sind immer noch in den belagerten Gebieten der Stadt. Die Orks lagern dort viele gesammelte Waffen der Menschen, mit denen sie selbst nichts anfangen können. Kennen wir. Sie bewachen die Waffen, damit wir Menschen sie nicht wieder gegen die Orks richten. So, das machen wir natürlich jetzt nicht. Zeig mir deine Ware. Weil wir müssen ja trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir hier nicht zu viel Ruf bei den Rebellen bekommen. Weil die Wache in Faring hat ja gesagt, wenn das weiter so geht, werden die bald keinen mehr in die Stadt lassen, ne? Okay, Milizschwert. Ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, das muss nicht. Verstärkter Eisenhelm. Ich glaube, da sind wir besser aufgelegt. Das sieht man hier ja nicht, ne? 20 gegen 20 Schmetter und 20 Geschoss. Ich glaube, da sind wir aber besser aufgestellt gewesen, oder? Ja, deutlich besser. Holy shit. Das Ding ist halt wirklich göttlich. Gut, wir wissen aber, also wenn wir dann bei den Orks genug Rufpunkte zusammen haben, dann können wir uns hier nochmal ein bisschen was bei den Rebellen abholen, ne? Einfach mal ein paar Waffenbündel abgeben. Ich denke mal, so eine Quest, die gibt halt keinen Ruf in Vanguard, ne? Sondern halt bei den Rebellen, definitiv. Ja, und bevor wir nach Nordmar gehen, will ich auf jeden Fall diesen ganzen Konflikt hier lösen. Mit diesen Punkten, mit diesen Rufpunkten. Weil ich glaube, Nordmar läuft eh ein bisschen so außen vor. Boah, brauchen wir noch mehr? Ja, scheiß drauf, dann haben wir genug. Die kosten ja auch nichts, ne? Kosten einfach nichts. So. Schaut mal hin, haben wir es doch schon wieder. Okay. So, es sind jetzt hier noch irgendwelche People, mit denen man ein bisschen auch reden kann, oder? War da nur dieser eine Schmied? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Händler. Okay, ich glaube, die können wir einfach nur mies viele Dietriche kaufen, oder? Komm, die kaufen wir auch noch, ist doch scheißegal. Nehmen wir mit. Ich glaube aber jetzt haben wir keinen Mangel mehr. Oh. Womit kann ich dir helfen, Fremder? Seit die Orks uns belagern, hat sich die Qualität meiner Ware nicht verbessert. Aber vielleicht findest du ja doch noch was, was dir gefällt. Die Orks werden uns alle töten. Ja. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Jo. Fehlt dir noch irgendwas? Machst du Witze? Es mangelt hier also ziemlich allem. Wir werden hier ausgeblutet und das schon seit Tagen. Das Nötigste, was ich brauche, ist Werkzeug. Hämmer, Sägen, einfach alles. Oh. Unsere Stadt wurde geschliffen. Wenn wir sie wieder aufbauen wollen, brauchen wir so einiges. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Okay. Ich besorge dir das Werkzeug. In Ordnung. Wir brauchen 10 Hämmer. Dann brauchen wir 5 Sägen. Zu guter Letzt brauchen wir noch etwa 20 Dinge Spitzhacken. Werden sich niemals ändern. Tja, jetzt schau mich nicht so an. Ich habe den Krieg nicht angefangen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, es ist... Einige Dinge werden sich niemals ändern. Keine Option hier. Deswegen haben wir es nicht, ne? Aber trotzdem geht das so nicht weiter. So, warte mal. Was jetzt? 10 Hämmer. Ich glaube, das könnte schon der erste Punkt sein. Wo es scheitert, oder? Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Einfach, hä? Ah.
Jeder hat Probleme, ich auch. Zählt Schmiedehammer? Gibt's Hammer und Schmiedehammer oder ist Schmiedehammer einfach ein Hammer? Okay, da mangelt's kräftig. So, 20 Spitzhacken, die sollten aber eigentlich gar kein Thema sein. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, gut, dann müssen wir wohl irgendwie nochmal Untote klatschen. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Echt jetzt? Okay. So, und was hat er noch gesagt? Geht das so nicht weiter. Sägen. Fünf Sägen? Kann das? Ich glaube, fünf Sägen waren es. Gefällt mir das ganz und gar nicht. Alle, wir haben jetzt ja, die Dietrich erreichen auf jeden Fall. Wo sind denn die Sägen? Einige Dinge werden sich niemals ändern. Am besten, du hältst dich da raus. Ich weiß nicht, ob du damit. Also, dass wir keine haben, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist ja mal wieder typisch. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Ich dachte schon. Hä? Haben wir echt keine Säge? Du bist ja da, aber sehr. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, also das wäre auch wahrscheinlich eine Quest, die ich auch gar nicht abgeschlossen hätte. Wieder aus dem Bezug her mit dem Ruf. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ruf im Vanguard gibt oder Ruf bei den Rebellen, ne? Aber sicher ist sicher. Läuft uns ja auch nicht unbedingt davon, ne? Ohne guten Grund kommt niemand in die Nähe des Königs. Junge, laber mir keine Waffel ans Ohr. Ist das dein Ernst? Ich komme von außerhalb der Barriere und habe einen Weg hier reingefunden. Der Rhein? Du kommst freiwillig, um für uns zu sterben. Sprich mit Koberün, er hat sicher ein paar Orks für dich übrig. Halt! Ich will das gar kein Schritt weiter! Junge! Ist das dein Ernst? Ich bin mit dem Schiff aus Korinnes gekommen, um euch zu helfen. Du bist aus Korinnes gekommen, dann ist der Rest der Männer auch da. Geh rein. Der König wird diese freudige Nachricht gleich hören wollen. Kann ich ihm trotzdem noch sagen, dass... Mach dir keinen Ärger, klar? Ja, es kommt noch schlimmer. Am besten du erledigst das selbst. Ist das dein Ernst? Joa. Bitte? Da sitzt er, ja. Zusammengerechnet. Roundabout. 200 Folgen. Bin dir ehrlich, König Ruba, ne? Sei mal froh, dass Lee noch nicht hier ist. Dann, sah der Tag finster aus. Willkommen, Retter. Gut, dass ihr es noch rechtzeitig geschafft habt. Das ist zwei... Big Story hier, die gerade abgeht, ne? Ist halt jetzt halt wie, als würden wir zu, oh, Brain, lass mich nicht im Stich. Digga, warte. Oh Gott, Zuben. Also, ja, Gott. Als würden wir jetzt zu Zuben gehen, ne? Ist halt hier, das ist halt so Boss der Rebellen, der Menschen, ne? Oh, das wäre straightforward, oder? Ja, man kann ihn ja mal konfrontieren, ne? Wegen deiner Befehle bin ich überhaupt erst in der Barriere gelandet. Und konntest so viel an Kraft, Kampfgeschick und Erfahrung dazulernen. Außerdem bist du ja sicherlich nicht unschuldig reingeworfen worden. Es war eine gerechte Strafe in Kriegszeiten und hat dir scheinbar nicht geschadet. Ja, so brauchst du mir jetzt gar nicht kommen, Ruba. Also, ja. Ne? Das ist bestimmt nicht dein Verdienst. Wieso Retter? Innos selbst sprach zu mir. Er sagte, dass ein Schiff unsere Rettung bringen wird. Und ich sandte die Esmeralda aus, um Erz und Männer von Korinnes zu holen. Wo ist Hagen? Wo ist der Rest der Männer? Wo ist das magische Erz? Und wie bist du hier reingekommen? Was ist zu tun? Zweifellos hast du bereits Großes geleistet. Aber wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, dann wirst du noch mehr Großes leisten müssen. Viel mehr. Du bist der Einzige, der hier rein und raus kann. Ich beauftrage dich mit einer wichtigen Mission. Was ist das für eine Mission? Die Orks haben diesen Krieg nur gewonnen, weil Xardas sich mit ihnen verbündet hat. Er hat seine dunkle Macht eingesetzt und unsere heiligen Runen unwirksam gemacht. Jetzt lässt er Ausgrabungen in der Wüste vornehmen. Er sucht irgendwas. Ich will, dass du Xardas aufsuchst. Finde heraus, welche Pläne er verfolgt. Verstehe. Also das will ja Zuben auch, ne? Alter, also ist schon jetzt ein bisschen frech, oder? Sitzt hier auf seinem Thron, ja?
und sagt, yo, hast zwar viel Großes geleistet, aber da musst du wohl noch ein bisschen mehr leisten, ne? Also, geh mal. Mach mal. Lochtagen, seine Paladine und das Erz sind auf Korinnes. Das Minental wurde von Orks überrannt, die Paladine wurden stark dezimiert und konnten so kein Erz schiffen. Lochtagen aber wollte ohne das Erz nicht aufbrechen und ist mit dem Großteil der Männer ins Tal gezogen. Wahrscheinlich sind sie alle getötet worden. Alle tot. Eine ganze Armee Paladine? Innos steht uns bei. Das ist ein herber Rückschlag für die Menschheit und ohne das magische Erz werden wir auch nicht mehr lange aushalten, die Moral meiner Männer ist am Ende. Du bist jetzt unsere letzte Hoffnung. Ich bin mit einem Teleportstein aus einer Paladinburg hier reingekommen. Er hat mich in den Tempel gebracht und ich habe mich dann hierher durchgeschlagen. Die Steine funktionieren also noch? Das ist gut zu wissen. Das heißt, du kannst auch anpacken, Kollege. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Alter. Also ich weiß nicht, wie eure Einstellung so ist, aber irgendwie hat der mir die Decision gerade noch leichter gemacht. Also irgendwie, wir hätten ja auch kaum was zu reden mit ihm, muss ich gerade sagen, weil... Wie viel war gerade Computerstimme? Wie viel war dann gerade Content-Mod? Der hat ja gerade eigentlich nur... gesagt, yo, finde Xardas. Ja. Gut. So. Also, wir machen es natürlich noch nicht jetzt. Ist klar, ne? Ich habe mir jetzt auch gerade überlegt, ne? Also, wenn der jetzt auch noch will, dass wir Xardas finden, ne? Vielleicht sollten wir auch erst zu Xardas. Weil Zuben will das auch, ne? Jetzt waren wir eh schon hier. Am Ende dieser große Ork-Herrscher will das auch. Wobei, der müsste ja nicht wissen, was Xardas will. Eine große Truhe, okay. Vielleicht macht es dann wirklich Sinn, bevor wir den abstechen, dass wir wirklich einfach mal fragen, was dann Xardas machen will, ne? Noch eine große Truhe. Ja. Aber es war natürlich jetzt erstmal kurz wichtig, hierher zu kommen. Und du? Ja, du passt auf. Sicher gelohnt, hier hochzukommen. Dann schauen wir mal. Warte, wann wird's hat? Hier waren wir noch nicht drin. Das ist ja... Okay, ist jetzt ein bisschen geräumiger geworden, aber das ist ja aus der Intro-Szene, ne? Da stehen die ja, also hier steht Roba, also ich bin gerade Roba und hier kommt so dann der eine Paladin hergelaufen und meint so, ja, gibt schlechte Neuigkeiten. So, was ist hier? Eine alte auch noch. Jetzt sehen wir, okay. Krypto. Ja, gut. Da bist du ja endlich. Ich bin Krypto, oberster Feuermagier des Reiches. Lass uns keine wertvolle Zeit vergeuden. Wir müssen reden, Retter. Was willst du von mir? Die Runen, gar keinen Bock. Wie wir Magier sie kannten, ist nicht mehr. Xardas hat ganze Arbeit geleistet. Sein Verrat an dem Orden des Feuers ist unverzeihlich. Wir müssen das alte Wissen erforschen und ergründen, wie wir ohne die Hilfe unserer Runen wieder Magie wirken können. Und du musst den Paladinen helfen, wieder einen Weg zur Magie zu finden. Noch ein Argument, weshalb wir den König nicht töten sollten. Ich glaube, der gibt uns eine Quest, dass wir die Feuerkelche abgeben, denke ich mal. Erzähl mir mehr über das alte Wissen. Die Artefakte des alten Volkes sind überall im Land zu finden. Du musst Artefakte finden, die Macht der Magie in sich bergen und erlernen, die alte Magie zu wirken. Je mehr du lernst, umso mehr werden auch wir von deinen Erfahrungen profitieren. Kommt drauf an, wa? Auf welcher Seite ich stehe. Wie komme ich am besten wieder aus dieser Stadt heraus? Ich habe drüben auf dem Alchemietisch einen Teleportstein verwahrt, der dich aus der Stadt bringen wird. Ich habe ihn bisher niemandem anvertraut oder selbst benutzt, da ich nicht wusste, ob ich nicht in einer Horde Orks landen würde. Außerdem ist mein Platz bei den Leuten hier und beim König. Also,
Gibt's hier nicht einen Teleportstein hier? Ah, da war der Palast. Jetzt hat. Okay. Wie random. Erzähl mir mehr über die Barriere, die die Stadt umgibt. Man sollte einen Barrierenzauber niemals leichtfertig einsetzen. Ha. Wie auch immer. Als die Orks diese Stadt angriffen, hatten wir keine andere Wahl. Die Eigenschaften eines solch mächtigen Zaubers sind sehr instabil und unvorhersehbar. Denk doch nur an die Barriere im Minental von Korinis. Was für eine Katastrophe. Allerdings. Wann werdet ihr die Barriere wieder entfernen? Das wird erst geschehen, wenn die Orks besiegt sind und uns nicht mehr bedrohen. Nur Innos allein weiß, wann es soweit ist. Also hier drin sind keine Orks mehr. Wo ist Xardas jetzt? Du weißt, dass wir schon sehr lange von der Außenwelt abgeschnitten sind, Retter. Wenn jemand seinen Aufenthaltsort herausfinden kann, okay, dann bist du es. Wir wissen es ja, ne? Man muss halt immer durchquatschen. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie ein paar Special-Informationen. Vielleicht eine Quest oder so. Was soll ich für die Paladine tun? Meine Ordensbrüder im Kloster in Nordmar arbeiten an einem Plan. Mit Hilfe sogenannter Feuerkelche soll den Paladinen ihre Magie zurückgegeben werden können. Genaueres darüber weiß ich leider nicht. Ich bin hier schon zu lange eingeschlossen. Es gibt 12 Kelche. Sie sind über das Land verteilt. Finde sie und bring sie nach Nordmar, Retter. Hast du vielleicht noch einen am Start? Der Paladin Markus versucht schon seit Tagen, dir einen Feuerkelch zu bringen. Markus ist eine treue Seele. Er ist nicht der Mutigste, aber man kann sich auf ihn verlassen. Ja, aber ich wollte den jetzt eigentlich nicht hierher bringen. Also ich will den bring ja... Bring mir etwas über alte Magie bei. So, Richtung Nordmar bringen eigentlich, aber gut. So, ja, okay. Wir können hier Baba Feuermagier werden, I guess. Ja, das ist halt jetzt halt, ne, so im Vergleich mit so einem Adanos-Ding halt eher Schund, ne, muss ich sagen. Ist halt eher Schund, das hier. So, warte. Feuerkelche. 11 haben wir. 11 Stück haben wir. So, jetzt würde ich mal ganz kurz ins Inventar schauen. Wir gehen nochmal kurz zurück zum Tempel, weil ich glaube, da war auch noch eine Quest offen. Und dann müssten wir ja... Oh, wir haben schon 75 Ruf. Achso, Charypto bleibt weiterhin skeptisch. Verstehe. Gibt es jetzt einen Ruf bei den Rebellen? Ich hoffe doch nicht. Also das hat jetzt ja auch random einfach Ruf gegeben. Tempel wollen wir gerade, ne? Nicht Palast, Tempel wollen wir. So. Bin ich froh. Pass gut auf dich auf. Markus. Die 5 Feldherren der Orks sind tot. Innos sei Dank. Du bist wahrlich ein Held. Weißt du das, Fremde? Hier hast du alles, was ich noch aus den Besitztümern der Bewohner der Stadt retten konnte. Ich werde mich sogleich an die Arbeit machen, die Stadt wieder aufzubauen. Möge Innos deinen Weg erleuchten. Okay, 4K Gold, Alter. Scheiße. Ich habe mit Charypto über den Feuerkelch gesprochen. Das ist gut. Wir hatten es schon seit Tagen erfolglos versucht. Ja, gut. So, Leute. So. Jetzt. Wir haben 11 Feuerkelche. Ist jetzt ein bisschen Poker, ne? Ich gehe davon aus, dass wir die Wüste, naja, zu 80-90% gesehen haben, ja? Wir waren in jeder Stadt von Myrtana. Ja, wir haben ja auch 11 Feuerkelche, ne? Die sind hier übers Land verteilt und so weiter und so fort, haben wir gerade schon gehört. Und die sollen wir jetzt halt zum Kloster bringen. Genau. Der Milton wollte doch am Anfang Feuerkelche suchen gehen, oder? Oder täusche ich mich da? Jetzt weiß ich nicht, ob er uns den Feuerkelch von sich gegeben hat. Oder ob er ihn mitgenommen hat und zum Kloster gebracht hat. Eventuell reichen jetzt 11 Feuerkelche, weil Milton beim Kloster ein Feuerkelch hat. Oder wir brauchen wirklich 12. Und Milton hat nicht gesucht.
Falls dem so ist, dass wir 12 bräuchten, dann könnte ich mir aber gut vorstellen, dass wir den letzten Feuerkelch irgendwo hier in Nordmar finden, weil wir haben halt echt schon sehr, sehr viel hier unten gesehen, ne? Weil dann wäre mein Vorschlag... Je nachdem, was wir brauchen, letzte Feuerkelch holen, zum Kloster. Dort geben wir dann den Paladin ihre Macht wieder, gehen zu Charybdo zurück. Dann holen wir uns den Loot. Oder auch noch nicht. Dann müssten wir, glaube ich, eine Rebellenstadt rotten, vielleicht zwei. Aber ich glaube, die Rebellen geben uns zu diesem Stadium des Spiels nicht mehr allzu viel. Mal gucken, auf wie viele Rufe wir dann kommen. Und ja, gegebenenfalls müssten wir halt den König noch rotten. Bevor wir den aber machen, müssten wir uns noch den Ruf bei den Rebellen... Oh, der läuft ja auch nicht so gut, ne? Ja, müssten wir uns den Ruf der Rebellen noch hier abholen. Entweder durch diesen Charybdo jetzt hat, durch die Sägenhämmer und bla 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 und durch die Waffenbündel und so weiter und so fort. Und wir müssen auf jeden Fall, bevor wir das auch noch starten, zu Xardas und gucken, ob da irgendwie eine Questabgabe bereit wäre. Jetzt müssen wir das echt sehr, sehr smart runterspielen. Deswegen würde ich sagen, als nächstes, wie machen wir das jetzt? Als nächstes, das ist nämlich jetzt halt echt schwierig. Warte mal, wir probieren mal ganz kurz den Teleportstein aus. Ja, es ist nicht bekannt, wo man ankommt. Naja, danach werden wir es wissen. Als nächstes würde ich erstmal die Sachen machen, die ihr mir geschrieben habt, die man auch einfädeln kann. Ha! Aha, ja, gut. Ach Leute, hier waren wir ja schon, ne? Oder? Hier waren wir doch erst. Ich würde erst die Sachen machen, die ihr mir dann geschrieben habt. Und dann würden wir als nächstes wahrscheinlich... Boah, halt entweder Xardas oder Kloster aufbrechen. Das weiß ich gerade noch nicht. Was wir auch machen könnten... Wobei, ich weiß nicht, ob das jetzt gegen die Orks läuft. Nee, ich glaube, es läuft gegen die Orks. Okay, dann mache ich jetzt an der Stelle einen Cut. Dann kümmern wir uns tatsächlich jetzt allererst mal um die Sachen, die ihr mir geschrieben habt. Et voilà. Wir sind hier an einer unscheinbaren Höhle, die dann aber doch ein bisschen größer ist, als man so denkt von außen. Ich weiß nur, dass da irgendwie ein bisschen Gargoyle drin ist. Oh, Minecrawler, alles klar. Dann weiß ich es doch nicht. Wobei, nee, irgendwo müssten da schon welche drin sein. Oder? Gut. Dann testen wir halt mal, ne? Auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Ich dachte halt auch irgendwie vorher gar nicht wirklich dran, dass wir auf Mittel mittlerweile spielen, weil ich dachte halt, okay, mittlerweile hauen halt einfach die Skillpunkte rein, ne? Deswegen, oh, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen durch, ne? Sollte ja trotzdem gar keine Thematik sein. Ey. Oh, sollte vielleicht doch eine Thematik sein. Oh, oh, ah, hey, Leute. So, ja, haben wir doch einen gelandet, ne? Ihr wollt ja das teilweise ein bisschen, oh mein Gott, ja, tot. Das halt, sieht jetzt schon sehr, sehr schwierig aus. Dass ich nicht nur Eisexplosionen spamme, ne? Bei manchen Situationen denke ich mir bloß irgendwie, yo, so eine Eisexplosion, die würde jetzt aber ordentlich knallen. Die würde einmal so richtig schön aufräumen. So, irgendwas hat es zerfleddert. Junge, hör doch auf. So, da ist der Kopf gleich weggeflogen. Naja, also bisher ist okay. Schwierigkeitsgrad. Oh mein Gott. Ja. Man sollte es halt nicht jinxen, ne? Man sollte es halt einfach nicht jinxen. Wir gucken mal. Also ich wurde halt eben in den Kommentaren an diese Höhle erinnert, hatte die wirklich komplett vergessen. Mir ist dann auch gleich noch eine zweite Höhle in den Sinn gekommen. Ich habe das, glaube ich, habe ich das in den Kommentaren geantwortet? Welche Höhle? Junge, was hat dich hier bitte gerade zerlegt? Wofür beschwören wir einen fucking Dämon? Dafür, dass dann ein Skelett und ein Minecrawler den fertig machen, oder was? Ey, oha. Also, die hat's halt echt nicht verdient.
Ja, dann können wir uns ja gleich den nächsten holen. Dann ist ja der Impact von den Dämonen gar nicht mal so groß, wie ich dachte. Wir brauchen Armee der Finsternis. Der nächste Zauber, auf den wir sparen, Alter. So ein Ding. Okay. Und zwar gibt es hier auch ein bisschen, ja, ein bisschen Fleisch. Komm, hauen wir uns das mal rein, ne? Ja, diese großen Tränke, die sollten wir wirklich spezifisch in Fight verwenden, ne? Wenn es knapp wird. So. Ja, ich wurde auf jeden Fall an diese schöne Höhle erinnert. Mir ist noch eine zweite in den Sinn gekommen, die können wir dann auch gleich machen. Gucken wir einfach mal so, was da alles noch so zu holen ist. Also hier weiß ich es echt nicht unbedingt. Sind noch ein paar Skelett-Boys. Joa, wird auf jeden Fall noch witzig hier drin. Der hat irgendwie... Oh! Ah, okay, der erste geht los. Der erste geht los. Oh, Mann! Warte mal. Wir machen smart. Wir machen smart. Jo! Ey, oh mein Gott. So. Oh mein Gott. Es laggt, okay. Nee, nicht gut, nicht gut. Oh mein Gott. Also komm, eine Eiswelle. Also es wäre halt wirklich nur eine Eiswelle und das Zeug, also es wäre flach, ja? Es wäre flach. Vielleicht sollte ich einfach halt wirklich das dann mehr mixen. Wir haben jetzt ja einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich denke, demnach haben die Gegner auch ein bisschen mehr Leben oder halten halt einfach mehr generell aus. Ja, dass man so ein bisschen mehr Kampfmagier spielt. Weil wenn ich jetzt halt nur in den Nahkampf gehe, dann frage ich mich halt, weshalb sind wir Magier geworden. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich jetzt halt nur auf Entfernung stehe und wir machen halt eine Eisexplosion nach der anderen, ist halt ein lames Gameplay, ne? Ja, das hat auf jeden Fall schon mal gezündet. Das freut mich doch. Ja, dann wird jetzt hier nichts anderes übrig bleiben. So. So, muss gleich die ganze Mannschaft kommen? Ja, so ist doch angenehmer, oder? Und zack. Ha! Bad played. Mich würde echt gerne interessieren, was ihn vorhin zerlegt hat. So, warte mal. Ne, wir müssen auf die mit... Oh, wir müssen auf die Fernkämpfer gehen. Die werden dann zacken letzten Endes. Ach, komm. Ach. Welche Ironie des Schicksals eigentlich, dass jetzt hier ein Skelett gegen einen Dämon kämpft. Achso, ne, warte mal, die bekriegen sich gegenseitig, verstehe, alles klar. Die mögen sich einfach nicht. Die, schon jahrelang leben die hier zusammen in der Höhle, aber jetzt ist Schicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was hat... Oh. So, warte, ich bin gerade ein bisschen distracted. Wo gehen wir zuerst hin? Wen machen wir zuerst? Fertig. Okay, wir haben irgendwie ein bisschen Damage reingemacht. Junge, Kackskelett, Alter. Die sind halt einfach nicht fair. Jo. Hör auf. Junge, du kleiner Bengel da hinten, ne? Du kleiner Bengel. Hör auf mit deinem Schwert. Vergiss es. Oh. Vor allem dann stechen die auch noch so eklig zu. Ja, komm, ruhig. Kein Thema. So, warte, unser Dämon, den hat's wieder zerflattert, ne? Sehr schön. Die Dinger sind irgendwie zu nichts zu gebrauchen. Weiß ich auch nicht. Also Skelette mögen keine Minecrawler, andersrum genauso, aber Hauptsache alles geht auf uns. So, hier machen wir noch eine schöne Schleuse. Wie bei 500. Man muss halt nur beim richtigen Ground kämpfen, ne? So. Brauchen nur noch die richtige Klippe, wo wir die alle runterwerfen. Komm, du musst jetzt mal weggehen. Ey. So. Yo, das sind schon wieder 10 Erfahrungspunkte flöten gegangen. Jo, jo, den zerhackt's gleich. Den zerhackt's gleich. Alle beide. Die sind weg. Jo. Ach so, der hält nochmal. Ja, ja, klar. Nee, ist klar. Komm. Ah, war sein Fehler. Der ist aus der Deckung rausgegangen.
So looting. Okay, also ist er dann, ja, okay, noch ein bisschen mehr Inhalt, als ich dachte. Oh fuck, da ist noch einer. LOL. Das war halt gerade entweder der besagte Streamer-Bonus oder wir sind halt einfach Adranos-mäßig unterwegs. Halt wie so ein Halbgott, ne? Da ging der Pfeil halt einfach mal durch uns durch. Da wurde auch gerade einfach Blut zu Wein gemacht, ne? So. Nee, natürlich. Da sind noch ein paar nervige Kreaturen der Finsternis. Er hat Bock. Aber, ach komm. Vor allem, ihr wisst ja, wie ich die Zombies mag, ne? Aber, okay, wir können hier unsere Spitzhacken fahren, ne? Die wir dann bei den Rebellen abgeben. Beim König, meine ich. Ist ja alles das Gleiche. Ey, Jungs. Jungs. Gut, der Kampfmagier ruft. Ich habe eh das Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen drin sind, wenn ich mir die Größe anschaue. So, wieder in den Nahkampf. Ach so, ja, den. Der hält sich nicht den Bauch fest. Ja, ist okay. Ja. Ich hab's. Junge, was ist dein Impact eigentlich? Also, er sitzt an einem modrigen Zombie. Geiler Demon. So, ich hoffe, die zählen, oder? Ja, es steht einfach Spitzhacke drüber, also muss das Zeug erzählen. Auch wenn die abgenutzt sind, juckt doch eigentlich nicht, oder? Die sind ja eh kein gutes Zeug mehr gewohnt. Ich dachte schon, der geht her. Ich dachte, der hat jetzt richtig Bock. Gut. Geht's hier noch weiter? Natürlich. Irgendwie war halt auch Ben Erai, Ben Sala und so, war halt einfach nicht genug. Ich mal einmal kurz aus der Deckung, verstehst? So. Was ist jetzt hier? Geiler Kreis oder was? Boah, es wäre, glaube ich, auch mal. Warte mal, dann klatsche ich die mal kurz, weil ich denke, die könnten wir noch öfter gebrauchen hier. Oh, machen wir halt auf den neuen, ne? Guck mal an, hier ist eine Truhe. Warte mal, achso, das war gerade wahrscheinlich Quick Loot. Hier ist noch eine Truhe. Okay, ein bisschen Loot ist hier doch. Abgebrochen. Ja. Naja, wir haben ja 85, passt doch. Betonung auf ein bisschen Loot. Schatz. Achso, das ist zum Graben. So ein Schatz ist das. Was haben wir denn da? Naja, gut, nehmen wir. Tränke können wir brauchen. So, naja, gut. Das war der Steinkreis, I guess. Ich hätte jetzt irgendwie schwören können, dass wir halt trotzdem einen Kronstöckel bekommen, aber halt dann wohl nicht. So, jetzt kommt eher der unentspannte Teil, habe ich das Gefühl. Weil hinten ist ein Gargoyle. Und die waren schon auf Mittel, gar nicht mal so Mittel. So. Ich will eine Eisexplosion machen als Opener. Oh nö, das sind zwei Gargoyles. Was sagst du? Warte mal, wie schaut's denn da hinten aus? Ist da einer oder zwei? Mal so als Test, ne? Mal so kurz reinbohren. Ah, sind. Oh, Egal, wir gehen rein. Ja? Gut, dann nicht. Hör auf. Weil wir müssen halt auch die Ads weghauen, weil sowas will ich jetzt halt nicht sehen, ne? Ja, komm, ja! Oh mein Gott. Nein, spring! Ja! So, gut. Alter, I know how to play. So, was will mir auf den Sack geben? So, weg. Wir sind Kampfmagier. Du? Achso, warte mal, der friert ja?
Ja, der friert. Okay. So. Diese Distanz hier mal aufzubauen, Alter. Hey. Hä? Hä? Was? Ach, er visiert einfach diese Echse an. Weil es gerade auch nichts Wichtigeres gibt. So, wenn jetzt noch ein paar Korn-Diebe da wären, ich sag's euch. Ich hasse meinen Crawler wegen dieser Blockfunktion, ne? Weil die Viecher halt auch einfach gelernt haben, wie man blockt. So, ich speichere. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, konnte man die ein bisschen cheesen? Diese Gargoyles? Die blocken auf jeden Fall nicht, as I see. Aber die haben einen sehr, sehr guten Dodge. Jo, die sind cheesy. Diese. Oh, ho, ho. Ja. Okay. Ist auf jeden Fall ein harter Kampf. Ist ein harter Kampf. Wieso soll ich es mir schwer machen, ne? Ihr müsst euch halt auch denken, so, ne? Dann bringt man einen Impact rein mit einem Schwierigkeitsgrad und ich finde trotzdem noch eine Möglichkeit, wie ich es mir leichter mache. So. Also eigentlich wollte ich ihn halt normal fighten, aber halt eigentlich auch mit dem Dämon zusammen, ne? Aber irgendwie stapeln sich hier nur die Dämonleichen. Ja, das war nix. Sag mal, kann ich tauschen? Können wir einfach einen Gargoyle beschwören? Wenn die schon nichts drauf haben hier. So, ich nehme mal noch eine Scheibe. So, wir machen wieder einen kleinen Opener mit einer Nummer 6. Ach nee, der war vorgedamaged, stimmt. So, zu zweit macht es doch gleich viel mehr Spaß, oder? Na, müssen wir kurz hier ein bisschen gehen aus dem Stein raus. Alter, hier ist halt alles voll mit Gargoyles, mit Gargoylen. Nein, 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 nein. Oh, die Nase, die Nase. Oh. Immer dann, wenn man es nicht haben kann. Dann können wir eigentlich direkt auch in den nächsten... Och. Nö, klar, da sind wieder ein paar mehr. Komm, komm, bekommen wir. Boah, dann sind die zwei auf der anderen Seite ja schon wieder quasi chillig. Ey, ich dachte echt, die Höhle ist so ein... Ja, Viertelstunde-Ding. Dachte halt nicht, dass hier so voll gestopft ist. Okay. Warte, mit der Eisexplosion packen wir uns den Gargoyle und wahrscheinlich den Minecrawler daneben. Okay, einfach nur 1000 Fleischwanzen krallen wir uns. So, dann kommt mal ran, ne? Oh Gott, das geht nicht gut aus. Das geht nicht gut aus. Okay, den wollte ich halt erwischen. Den wollte ich unbedingt erwischen. Okay, einer wurde uns erfolgreich abgenommen. Ah, die Ads müssen weg. Die lenken ab. So, mal gucken. Ja, ich klopfe den jetzt einfach gegen die Wand, ne? Der wird jetzt einfach gegen die Wand geklopft. Und der Dämon soll schön mal den anderen aufhalten. Ich sehe es schon kommen, dass ich irgendwann einen in den Rücken bekomme. Ich bekomme so krass einen in den Rücken gleich, ne? Oder so. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt aber die Beine in die Hand. So, dann nochmal die Nummer 4 hinterher. Ja, das Rutschen war es halt gerade nicht, ne? Das hat sehr unangenehm gemacht. Und zack. Ja, hä? Irgendwie machen wir jetzt doch wieder... Haben wir nicht mal weniger Damage gegen die gemacht? Ist jetzt auf leicht gesprungen, oder was? Also die haben auf jeden Fall ordentlichen Damage-Impact bekommen. Aber ich habe das Gefühl, Eisexplosion macht jetzt auf einmal wieder mehr. Ich erinnere mich gerade nur an diese eine Situation da auf diesen Hügel. Ich meine, klar, da waren wir vielleicht auch noch nicht so high-skilled. Aber trotzdem. So, nochmal eine 6 als Opener. Vielleicht klatschen wir nochmal ein paar Fleischwanzen auch weg. Ah, das ist wieder full life, verstehe. Kann man machen. Junge, was? Da hinten ist noch einer. Und ich weiß, damit war es das halt noch nicht.
So, eine Fleischpflanze weniger auf dieser Welt. Snuff freut sich. Oh, jetzt ist er wieder in seinem Stein hier. Oh, ich sehe alles. Leider zu viel Welt. So, den schießen wir weg. Und tschüss. Haben wir noch ein paar von dir hier, ne? War ja nicht der letzte. So, Korb. Nichts zu holen. Hör mal. Also wenn das jetzt der Feuerkelch gewesen wäre, ne? Jo, okay, 800 Gold. Jo, doch, hat gegönnt hier. Natürlich auch ganz, ganz viel Fleischpflanzenzeug. Warte mal. Können wir die Magie auch ein bisschen ausnutzen? Ach, der hat schon Bock. Der macht weiter, verstehe. Alles klar. So. Sehen wir uns noch, ne? Junge, haut die Fleischpflanzen hier um. So, wollen wir da? Komm, da gehen wir gleich mit rein, oder? Schön auf den Gargoyle hier. Ach, die kämpfen jetzt gegeneinander. Irgendwie das Viehzeug hier drin, das mag sich nicht. Ich weiß nicht, was die letzten Jahre passiert ist. Wie die da leben konnten, aber jetzt war halt, jetzt geht's nicht mehr. So, schon mal, mit dem Käffchen noch richtig. Mit dem Käffchen in der Hand. Es besteht halt trotzdem, glaube ich, die Chance, wenn wir so wenig Ausdauer haben und daher auch langsamer schlagen, dass da mal einer durchkommen könnte, ein kleiner. Und wir dann halt so unterbrochen werden. So, was nun? Hälfte haben wir wahrscheinlich, so gefühlt. Vom Größenverhältnis hier. Sahneschkraut haben wir auch schon eingesteckt, was ich da vorhin gesehen habe. Gut, hier sind noch ein paar Weapons. Da nichts zu holen. Also im Umkehrschluss 6 Gold. Oder so. Okay, ja. Ich bin mal gespannt, ob sich die Höhle letzten Endes dann rentiert oder nicht. Ob es da jetzt dann irgendwie vielleicht nochmal eine schwere oder eine alte oder sowas gibt, dass man halt sagt, yo, hat sich irgendwie rentiert, hier 20 Gargoyles umzubatschen. Or nah. So, wir machen unseren Opener. Wichtig. Ah, das sind ja auch wieder zwei. Wie ich allen Ernstes versucht habe am Anfang, die zwei zu dodgen. Aber die sind hier alle paarweise. Ah, da sind auch noch... Ah ja, nee, klar. Nee, warte mal. Ich will nicht den Gargoyle erwischen, sondern... Ja, die Modrigen da hinten. So. Es geht. Ach, die kommen jetzt alle hoch, oder was? Ja, mit der Finsternis... Da hätten wir hier ein paar mehr Enemies, ne? Also für die Gegner. Mal gucken. Ja, war klar, dass ich da nicht durchkomme. Es war so klar. Man kann die halt eigentlich schon ziemlich entspannt separieren, weil die halt einfach so verdammt langsam sind. Aber ich würde halt lieber gern die Ads erst wegmachen. Bin ich euch early. Ey, ich habe den halt so drin gesehen, ne? Ich habe den ja so drin gesehen. Nee, ich will den richtigen gerade freezen. Und zwar dich. Oh, das war halt eigentlich meine Chance gerade, ne? Das war halt eigentlich gerade die Chance. So, ein Ad weg. So, ich freeze den Gargoyle wieder. Nein! So, aber ich glaube, mit dem Kampfgefühl können wir uns... Ach komm, was? Da sind wir uns einig, oder? Das ist okay. Oh, Junge. Okay. Das ist doch eigentlich ein ganz guter Wechsel, oder? Zwischen Magie und Kampf. Hier einfach ein bisschen Taktik reinbringen. So, und jetzt du. Den Dämon hat es wahrscheinlich wieder zerflattert, ne? Das ist, können wir uns ja denken. So, nächster weg. Junge, ich hoffe, es gibt das Achievement Gargoyle-Schreck oder so.
Das wär's. Weil wenn wir es irgendwo erreichen, dann ist es hier. So, nächster Dämon. Können ja mal beim Rausgehen dann zählen. Ne, warte, ich mach den gescheiten Opener, der ist wieder Full Life, ne? War klar. Ach komm, noch mehr von denen. Warte mal, solange der Gargoyle eigentlich jetzt abgelenkt ist, ne? Mudriger Zombie. Let's go. So. Und dann gehen wir. Also der Gargoyle und der Dämon, die sollen mal hier ein bisschen machen. Wir kümmern uns um den nochmal nervigeren Part. Ja, komm, also. Weiß nicht. Ich glaube, ich will irgendwie auch Untoter sein. Dann kann ich auch endlich gescheit blocken. Oh, einen hat es erwischt. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich glaube, das war gerade eine knappe Angelegenheit, ne? Ich glaube, so ein Stück hinter uns waren die. Beim Hochlaufen hier. So. Ey. Die machen auf TAS. Die nutzen genau den Frame, wo ich drehe. Einfach so bad aus. So. Einer, der blocken kann, weniger. Ja, okay, also jetzt hat... Ich habe das Gefühl, Nahkampf machen wir jetzt wieder weniger Damage. Ha! Jawohl. So. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt geht's hier weiter. Ja, jetzt, das war auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Dämon und uns, ne? Muss man sagen. Haben wir uns gut aufgeteilt hier. Bin auch mal gespannt, wie viel Leben der hat. Ich könnte mir jetzt vorstellen, der hat gar nicht so viel Leben verloren. Ja, keine Ahnung, weshalb der davor gestorben ist. Das ist wohl, das weiß auch nur die Engine von Gothic, glaube ich. So, was gibt's hier Schönes? Komm, das ist eine alte. Ring des Feuers? Was ist das? Schwere Truhe. Okay, die nehmen wir mit. Hat sich doch rentiert. Erzzweihänder. Ja, ich glaube, langsam fängt es an mit dem Special-Zeug, oder? Ring des Feuers? Heißt der dann auch so? Ja, Schutz vor Feuer. Wer hätte es gedacht, wa? Wer hätte es gedacht? Münze. Ja gut, hier ist ein bisschen Kleingeld. Aber wir sind natürlich nicht abgehoben. Dafür bücken wir uns, ne? Oh, da ist noch eine. Spitzhacke. Ja, Spitzhacke brauchen wir ja, ne? Also ich glaube, nach der Höhle könnten wir sogar halt die nötige Anzahl haben, oder? Flammenwerder, auch wichtig. Und das ist eine alte, sehr schön. Auch noch ein bisschen gebalanced hier. Die gönnen irgendwie immer noch nicht genug. Ring des Geistes. Des Geistes, okay. Wahrscheinlich Mana, oder? Nö, nicht mal. Okay, ist hier noch irgendwie was? Nee, hier ist eine Wand. Nicht, dass es wieder heißt, yo, unzufrieden mit dem Loot und so, ne? Keine Ahnung, ich gehe zu den schweren Truhen. Eigentlich eher nicht so wichtig jetzt halt in dem Magier-Walkthrough, so, ne? Und wir bekommen da mal eine Erzwaffe, hier mal eine Baba-Waffe, hier ein Special-Dings, ne? Und irgendwie bei den alten Truhen ziehen wir irgendwelche Schriftrollen raus und irgendwelche Tränke, wo ich mir halt denke, ja, keine Ahnung. Ja, drei. Natürlich drei. Wieso auch nicht drei? Vier, klar. Vier, komm. Vier machen wir. Gar kein Thema nicht. Nee, machen wir. Also hier gehe ich jetzt ein bisschen öfter rein, weil nee, keine Ahnung. So. Können wir... Ach. Muss mal probieren. Schau mal, die dodgen ja trotzdem, wenn wir... Oh, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das wird nix. Das wird nichts. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wir sind gerade mitten im Kessel, Alter. Wir sind gerade so im Kessel. Wir sind ja gerade so im Kessel. Warte mal, ich weiß gerade gar nicht, wieso es überhaupt bis hierhin ging. Ich... Keine Ahnung. Hä? Es ist, glaube ich, einfach der Mix aus Drehen und Damagen und Drehen und Damagen und Schlagen. Wir müssen immer nur so ein bisschen wie so eine Fackel, ne? Bei so wilden Tieren.
Oh Gott, die Fackel hat nichts mehr gebracht. Jetzt wird's böse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viel Lack kann man haben? Wie viel Lack kann ein einzelner Mensch haben? Okay. So, warte, ach so, nee. Das war gerade 180. Warte mal, einen hat's doch fast erwischt, oder? Einen hatten wir doch, glaube ich, fast. Warte, kurz die Schlange weghauen. Hä? Ich könnte schwören, einen hatten wir fast. Warte mal, wehe. Ja! Ich wusste's. Ja. So, der war wichtig jetzt. Der war sehr wichtig. Ah, warte kurz, ich speichere nochmal. Ich weiß, ist dumm. Aber egal. Ist wichtig gewesen. Keine Ahnung, ob der Dämon noch lebt. Ob der jetzt den anderen hier nochmal fernhält oder ob gleich nochmal was nachzieht. Warte mal, ich muss nur hier einen richtigen... Oh, so ein Zwei-Fronten-Krieg ist es halt nicht, ne? Puh, Junge, du riechst wie ein Pferd. Er klingt einfach wie ein Pferd. Hey! Okay. Okay, wir sind wieder in unserem Game. In unserem Cheese-Game. So, wollen wir dich jetzt gleich noch irgendwie Richtung Kap Dun boxen, oder? Wie schaut's aus? Okay, es fühlt sich so komisch an, wenn man ohne Ausdauer schlägt. So richtig wie so ein Kaugummi. Aber, klar, mit Hilfe von Magie, aber schon ganz gut gebalanced, würde ich sagen. Einfach mal 3 Gargoyles weggeschlachtet. So. Haben wir jetzt gelootet? Ja, gut. Er ist full life. Er ist full life. Vielleicht sterben die Dämonen halt echt, weil wir einfach zu weit weggehen. So, Nummer 6 einmal. Aber ich glaube, das ist jetzt halt so... Ich glaube... Ja, nicht ganz, aber fast. Nicht ganz, aber fast. So, wir klopfen den mal in die Richtung. Gar keinen Bock, dass wir jetzt die ganze andere Mannschaft hier noch aktivieren. So, ich werde da hinten auch wieder einen Opener reinmachen. Wahrscheinlich zerhaut es dann die Minecrawler fast. Ich habe gesehen, da ist auch so der ein oder andere Minecrawler-Krieger dabei. Und Gargoyle ist halt dann wieder Endgegner. Aber dann hätten wir, glaube ich, die Höhle, ne? Kommen wir heute sogar gar nicht zu der nächsten Höhle noch. Aber rennt uns ja nicht davon, ne? So, ich werde angerufen. Perfekt. Okay, einen kurzen kleinen Cut. Warte mal, hat's jetzt hier einfach spontan angefangen zu pissen im Cut? Hä? Der ist ja auch interessant. Okay, gut. Weiter geht's mit der Höhle. Mit der Höhle of Doom, ey. Ich habe irgendwie wieder das Gefühl, die Mucke ist viel zu leise. Also ich nehme hier auch gerade gar keine Mucke. Junge, was ist mit den Schlangen hier los? Ach so. Nö, waren ja auch jetzt kaum Schlangen. So. Was lebt noch? Da ist ein Krieger. Noch ein Krieger. Und sind es schon wieder 2 Gargoyles. Ich krieg ein Raster. Ich krieg ein Raster, Alter. Aber es sind jetzt die letzten, oder? Sehr schön, haben wir gut gemacht. Da gab es sogar die Erfahrung für. So, lenken. Ja, perfekt, perfekt. Haben wir gut aufgeteilt. Alter, aber allein halt auch dafür schon, ne? Ist ja einfach Eisexplosion geil. Du musst nicht mehr 50 von diesen Schlangen weghauen, sondern haust einmal eine Explosion rein. Dann hat sich das halt auch wieder, ne? So. Wieder mit einem Käffchen in der Hand. So ein Ding. Ah, ja. Lol, ich dachte gerade, hat es den Dämon zerlegt. Das ist halt echt die Frage, ne? Soll man absichtlich das nicht ausnutzen und schlecht spielen? Man hätte halt, glaube ich, ich bin ehrlich, also so anspruchsvoll sind die Gargoyles dann auch im Nahkampf nicht. Und wir sind natürlich im Fernkampf deutlich stärker als im Nahkampf. Liegt, glaube ich, auf der Hand. Soll man dann absichtlich so spielen, also ihn nicht gegen die Wand klatschen, einfach halt nur noch von 10 Schlägen einen treffen,
die Kämpfe, sag ich mal, künstlich in die Länge ziehen. Ich weiß halt auch nicht, ob da mehr Zuschauerspaß dann gegeben ist. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern nehmen wir uns 1,5 Stunden, um hier 10, 15 Gargoyle umzuhauen, die an sich so oder so kein Struggle darstellen. Ja, es ist halt irgendwie mehr Zeit, die drauf geht, und wir befinden uns halt immer noch einfach in der Höhle. Wisst ihr, wie ich meine? Also vielleicht will man ja irgendwann auch mal was anderes sehen. So gleiches Schema wie bei Ben Sala, wo man halt einfach 3 Folgen nur modrige Zombies umhaut. Ist halt, ne? Man muss es ja nicht strecken. Ja, okay. Wenn die natürlich auch irgendwie durch Adanos gesegnet sind und die Klinge einfach durchläuft, ohne dass da Damage gezogen wird. Also der ist jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen komplexer. Können wir jetzt endlich mal? Oder wie ist es jetzt? Der backt sich hier durch das Gestein, ne? Ja, okay, jetzt treffen wir irgendwie wenigstens die Hälfte der Schläge. Immerhin das. Jetzt dodgt er wieder seine 5 Meter nach hinten. Komm. Hä? Das sind alles Hits? Erzähl mir doch nicht. So. Wir haben die Höhle. Wir haben sie. War halt echt, also doch schon irgendwie ein Brocken, muss ich sagen. Schon ein Brocken. Gibt's jetzt, wie die ganzen Fäden hier einfach drin liegen, ey. Also die Schlangen, meine ich, ne? Oh, da ist noch einer. Die 10 Erfahrungen nehmen wir uns. Okay, aber ich sonst, also ich denke mal, alles in allem könnte man sagen, okay, die Höhle hat halt einfach eine Schwere und eine alte Truhe in sich, ne? Das wird's halt gewesen sein. Ja, ich weiß, da war noch als einer im Leben. Aber ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, die Höhle ist auch ohne Schlangen erfolgreich gemeistert worden. Okay. Das Wichtigste heute, glaube ich, an der ganzen Folge war auf jeden Fall die Geschichte mit dem König. Ich muss jetzt echt nachdenken, wie wir die nächsten Folgen dann genau gestalten. Wird jetzt alles sehr taktisch. Ich bedanke mich an der Stelle einfach nur fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde, macht's. Gut.